Saiten gespannt übers Herz, das sein Kontrabass ist. Sein Applaus ist das Klimpern der Münzen und Kritik ist beschleunigter Gang. Während Menschen und Wolken vorbeiziehen, spielt er pausenlos, stundenlang. Am Ende des... Samuel Kraft! Na, ihr Süßen, geht's euch gut? Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil meine Performance nicht nur von mir abhängt. Ich bin so ein bisschen Control-Freak. Tut immer gut, so ein paar Wahrheiten loszulassen. Ich habe auch keinen Künstlernamen, damit sich niemand über mich lustig machen kann oder irgendeinen richtig schlechten Witz machen, bevor ich auf die Bühne gehe. Das war jetzt eine Anspielung. Apropos Anspielung, es wird jetzt tatsächlich selbstreferenziell. Ich habe einen Text mitgebracht, in dem es um Musik geht. Und den habe ich ursprünglich für ein klassisches Orchester geschrieben, aber wie wir alle wissen, ist Jazz eigentlich nur die coole Art, klassische Musik zu machen. Oder so. Ich habe mir gerade ausgedacht. Wir arbeiten dran. Die Spieluhr. Ein Lied in drei Gedichten. Eins. Der Kontrabassist. In der Fußgängerzone. 1000 Fußgänger ohne Zeit und gute Laune. Leere Köpfe, treue Beine auf dem schnellsten Weg nach Hause. Dieser Weg führt für die meisten durch die großen Warenhäuser und vorbei an einem Mann. Am Ufer des Stroms der Passanten spielt ein Kontrabassist. Zupft versunken die Saiten, gespannt übers Herz, das sein Kontrabass ist. Sein Applaus ist das Klimpern der Münzen und Kritik ist beschleunigter Gang. Während Menschen und Wolken vorbeiziehen, spielt er pausenlos, stundenlang. Am Ende des Tages bleiben die Tauben, die festgetretene Reste aufklauben und der Kontrabassist zurück. Während keiner mehr zuhört, spielt er noch ein Stück. Denn er spielt, weil er muss. Und er muss, weil er kann. Und so setzt er zum letzten Lied. In meinen Kinderaugen glänzt Bewunderung für all die Verrückten, die Virtuosen, die wie Maler klangfarbenfrohe Lautbilder in die Luft zaubern, die Brücken bauen in fremde Zeiten wie Leitern mit Sommersprossen, auf denen wir nach oben steigen und mit den Ohren Sonne kosten, die die reifen Früchte der Erfahrung vom Lebensbaum pflücken und aus ihnen stilsicher die Ohrwürmer ziehen, die wie Winzer im Herbst aus süßschwerem Obst die Emotionsessenzen pressen und zur Reifung stehen lassen, abgefüllt und gut verkorkt in schönen Tongefäßen. Und noch immer ziehe ich den Hut vor allen Straßenmusikanten. 2. Die Tänzerin. Nach Ladenschluss in tiefer Nacht pulsiert im Szene-Vierteltakt der dunkle Kern der großen Stadt. Zwischen fallendem Bass und flackernden Farben, im Schein der Neonwaffen und Staben im Licht, rotiert die Tänzerin. Über Zahnrad bis Software-Giganten, kopfloser Tropfen im Strom der Passanten, bricht sie bei Nacht aus und fängt an zu tanzen. Denn das rhythmisch harte Hämmern lockert langsam alle Zwänge, Angst in Form gepetzte Menschen werden weltvergessen stehende Wesen, werden beatbesessen lebende Seelen, werden Wellen und packen sich im Raum aus. Sie lacht im wilden Tanz im Rausch laut, während draußen schon der kalte Morgen laut. Laut löst sich alles, was sie bisher aufgestaut auf. Denn Welt und Schmerz sind Schall und Rauch. Pause. Es lag vom Regen aufgeweicht vor mir auf der Straße. Die Schrift auf jenem Flugblatt sprach, Musik sei eine Droge. Musik ist eine Droge, vor allem was ist Sedativum und Aufputschmittel, aber vor allem eine Impfung gegen die Langeweile. Vom täglichen Input verkrustete Ohren gieren nach akustischer Dröhnung, werden an elektronische Kanülen angeschlossen, durch die ein beruhigendes Klangserum auf die von der Stille entwöhnte Seele tropft. Aus Angst vor dem, was es ausspucken könnte, füttern wir dem Gehirn leicht Verdauliches, bis unsere eigene Quelle versiegt und der Brunnen zum Abfluss verkümmert. Musik ist eine Krankheit und wir alle sind infiziert. Kein Ort, der nicht vom Hintergrundvirus erreicht worden wäre. Überall muss uns Musik vorschreiben, wie wir uns zu fühlen.
fühlen, zu bewegen, zu tanzen, zu denken haben. Vom überall ausgelegten Geräuschteppich wird jeder Gedanke totgeschlagen, jedes Wort zwischen Höhen und Tiefen zerrissen, jede Bewegung getaktet, ins Muster gepresst und so die Kreativität von der Kreation gefressen. Musik ist Hybris, wahrer Übermut, eine Anmaßung. Im Angesicht sterbender Menschen, eines verrottenden Systems und eines Planeten am Abgrund wird musiziert für ein Ende dieser Kunst, gegen die totale Harmonie. Ich erschrak und warf das Papier von mir. 3. Der Narr. Durch feuergoldene Felder führt ein sandbelegter Weg zum Fluss. Die nackten Füße im Wasser lauscht der Narr dort den Wind. Zu Hause Raum und staubbedeckte Lautsprecher, Texte, die er längst auswendig kennt. Von Liedern, die er die Maschinen immer wieder spielen ließ, bis die Wirkung sich verlor, weil deren Rhythmen stete Folge ihnen Traum und Zauber raubte. Und so ist er nun hier. Im Schatten einer Erle lernte der Narr erneut das Schweigen und hört, als wär's das erste Mal, die Trauerweiden weinen, hört helles Glockenblumen läuten, fühlt den Puls der Jahreszeiten, spürt tausend Sommerregen tropfen auf jedem Zentimeter Haut, bemerkt das Knirschen frischen Schnees und erst im Stillen wird ihm klar, dass nicht nur draußen Stimmen sind, dass leise, tief im Inneren schon immer seine Stimme war. Letzte Pause. Die Spieluhr liegt in meiner Hand schwerer, als sie aussieht und ist vermutlich älter, als ich denken kann. Ins dunkle Holz sind 3 Figuren eingeschnitzt. Ihre Geschichten sind bis heute Rätsel geblieben, aber ich wollte sie euch nicht vorenthalten. Ich drehe am metallenen Schlüssel an der Seite und die Melodie erklingt von neuem. Vielen Dank. Leere Köpfe, treue Beine auf dem schnellsten Weg nach Hause. Dieser Weg führt für die meisten durch die großen Warenhäuser und vorbei an einem Mann. Am Ufer des Stroms der Passanten spielt ein Kontrabassist, zupft versunken.